Man denkt, man würde denken, dabei wird man gedacht. Von den Sparten der Gesellschaft, von der Diktatur der Sparten. Ja, wo ist es denn? Ja, also, das ist das, was moderne Naturwissenschaft seit des Beginns der Gespräche über Meme und parasitäre Meme, also verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes oder ich finde den besten Begriff, die beste Übersetzung der parasitären Meme finde ich, vorteilbringende Irrtümer, dass man also denkt, man würde Information aufnehmen, in Wirklichkeit nimmt man Manipulation, Gehirnwäsche und Propaganda auf und die meisten Menschen haben nicht die Widerstandskraft sozusagen, ständig unterscheiden zu können, denn der Mensch, wenn er heranwächst, hat ja erstmal gar keine Fähigkeit, unterscheiden zu können zwischen Wahrheit und Irrtum dessen, was in sein Gehirn reinkommt. Und wenn dann schon mal die ersten grundlegenden Irrtümer im Gehirn sind, dann werden natürlich sehr leicht auch die weiteren Irrtümer angebaut. Und so haben alle Sparten der Gesellschaft füttern unsere Gehirne mit ihren Irrtümern, so dass wir dann gute Kunden werden und da dann eben aus diesen reichen Sparten auch ganz viel Geld fließt, entwickeln sich auch die Evolutionsprozesse innerhalb der Journalisten, Spielfilmemacher und Politiker und Parteien auch so, dass sie die gleichen Irrtümer der mächtigen Sparten übernehmen. Und dann ist die ganze Gesellschaft Gehirn gewaschen, bis auf ein paar Leute, die versuchen, ihr ganzes Leben dem gewidmet haben. Und das ist eben Weltrat und Next Scientists for Future, die ihr ganzes Leben mehr oder weniger immer wieder es geschafft haben, Irrtümer zu erkennen, herauszuwerfen aus dem eigenen Kopf und durch Wahrheiten zu ersetzen. Das ist aber unendlich schwer und gelingt 95% der Bevölkerung leider nicht. Und das ist das Problem. Und das bei einer möglicherweise und wahrscheinlich abnehmenden Intelligenz der Bevölkerung, sogar der gesamten Weltbevölkerung. Und dadurch sind wir wieder bei Ceterum Censeo. Im Übrigen meine ich, dass wir wahrscheinlich gar keine Chance haben, jemals mehr aus dem Griff der Diktatur der Sparten herauskommen zu können. Das dürfte wahrscheinlich unmöglich sein. Also sozusagen, also wenn Sie denken, Sie würden selber denken, wahrscheinlich werden sie gedacht, ja. Alle leben in der Illusion zu denken, dabei werden sie gedacht. Die Diktatur der Sparten hat uns alle im Griff mit Massenmanipulation, Massenpropaganda, Massengehirnwäsche total im Griff. Und wie gesagt, und wahrscheinlich kriegt die Menschheit diese Kurve einfach gar nicht mehr. Ja? Wir werden gelebt. Uns wird gesagt, was Leben sei. Unsere ganzen natürlichen Bedürfnisse werden unterdrückt, weil wir nur dann mehr Nahrung, mehr Alkohol, mehr Tabak, mehr Zucker konsumieren und kaufen und so weiter. Also alles, was uns glücklich macht, wird unterdrückt. Und ich hatte ja schon das Bild aufgeschlagen, lange nicht mehr angeschaut, aber es ist eben die memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Also hier haben wir den wahrheitsorientierten Früharzt und Frühhändler. Und der stirbt irgendwann aus, wenn die neue Konkurrenz entsteht, nämlich der Früharzt und Frühhändler, der sich irrt, der also nach und nach Irrtümer entwickelt, vorteilbringende Irrtümer, und uns eben kommuniziert, dass alle unsere natürlichen Glücksquellen irgendwie pfui seien oder irgendwie schlecht seien. Und der wird dann belohnt dadurch, dass wir dann
süchtig werden? Wie war das mit den drei Elementen der Marktwirtschaft? Also wir haben ja die vier Kernerfindungen der Marktwirtschaft: Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung und Ferntauschhandel. Aus diesen vier kann man sagen, besteht die Gesamterfindung Marktwirtschaft, die irgendwann vor 400.000, 300.000, allerspätestens 140.000 Jahren anfing, die Welt zu beherrschen. Und dann haben wir sozusagen hier den Früharzt, Frühhändler, der sich irrt. Und dadurch macht er das Leben der Menschen um sich herum unglücklich durch seine Gehirnwäsche, durch die Gehirnwäsche seiner Sparte, der Nahrungs- und Gesundheitssparte sozusagen. Und dadurch wird unser Leben unglücklich. Wir werden tendenziell fangen an, die drei Grundkrankheiten der Marktwirtschaft zu bekommen: Einsamkeit, Depression, Sucht. Wir werden kaufsüchtig, davon profitiert der Frühhändler und der Früharzt zugleich, denn die Kaufsucht, Esssucht führt dann auch immer mehr dass wir uns mit all den ungesunden Sachen, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und so weiter, so stark vergiften, dass auch der Früharzt hier in dieser Person sich die Hände reibt und fürstlich daran verdient. Dadurch kann er hier drei leibliche Enkel ernähren, vier leibliche Urenkel, und eine Dynastie entsteht, eine erfolgreiche genetisch distante Dynastie. Und hier findet er einzelne Azubis, und irgendwann wird dann eine ganze Universität gegründet, wo man dann in einer Pseudowissenschaft genannt Medizin an der Universität Geld machen auf Kosten der Bevölkerung lernen kann und dort die entsprechenden vorteilbringenden Irrtümer in den Kopf gepumpt bekommt. Gleichzeitig mit der Lüge, also mit dem Irrtum verbunden, es handelte sich um Wissenschaft. Dabei hat es sich dabei nie um Wissenschaft gehandelt, sondern ausschließlich um Gehirnwäsche, Propaganda, also um Werbung eigentlich. Der Medizinstudent lernt eigentlich Werbung, nämlich die Werbung, die daraus besteht. Er selbst glaubt, dass Gesundheit erzeugbar wäre durch den Kauf giftiger Medikamente, Chemotherapien und so weiter und aller möglichen Dinge, anstatt dass Gesundheit über gesunde Nahrung, gesundes, glückliches Leben ohne Gifte und eine giftfreie, saubere Umwelt und so weiter entsteht. Aber der Arzt macht halt Werbung lernt in seinem Studium Werbung für die Idee, also all die vorteilbringenden Irrtümer, dass all das unwichtig sei, sondern nur das ausreichende Schlucken von chemischen Giftstoffen, das sei das, was gesund mache. Und dadurch wird natürlich die Bevölkerung eher chronisch noch kränker, und dann verdient er halt noch mehr. Und so läuft die Evolution, und genauso ist eben die Diktatur der Sparten. Und ich habe jetzt eben mit dem Früharzt und Frühhändler habe ich jetzt quasi nur die Diktatur der Nahrungs- und Gesundheitssparten durch die Memgiat nochmal aufgezeigt. Und das läuft überall so, in allen Sparten. Und dann dünsten die ihre vorteilbringenden Irrtümer, ihre parasitären Meme aus. Und alles ist gehirngewaschen, und dann denken die Leute, sie würden denken, werden aber in Wirklichkeit gedacht von den vorteilbringenden Irrtümern. Die meisten Leute haben nichts anderes mehr im Kopf als vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten und haben eben diese Höchstschwierigkeit, nämlich zu unterscheiden, was ist Irrtum und Wahrheit, nie geschafft. Und haben dagegen halt verloren, ne? Ja, und dann noch ein paar Stichworte jetzt auch vorbereitend, da vielleicht auf den nächsten Samstag, 7:45. Unser 7:45. Ich plädiere ja
in Zukunft für das experimentelle Vorgehen, dass mindestens zwei Varianten sich in Kommune-Experimenten befinden sollten. Einmal, ich nenne es mal die vernunftorientierte, altruistisch, ethisch-moralische Denk- und Gesprächsebene, die dazu führt, dass wir die Erde entlasten von den zwei entscheidenden Dingen, nämlich von der schrecklichen Konsumsucht. Ich habe ja eben erklärt, wie die Konsumsucht zustande kommt, eben durch die Diktatur der Spaten. Und das überlastet die Erde, kombiniert mit einer wahrscheinlich faktischen Überbevölkerung, denn wenn man sich vorstellt, man würde alle Menschen mit kerngesunder, naturbelassener Nahrung ernähren, bei deren Produktion auch keinerlei giftige Substanzen mehr eine Rolle spielen oder freigesetzt werden oder entstehen, dann schaffen wir das wahrscheinlich schon bei 8 Milliarden Menschen nicht mehr. Und insofern haben wir schon eine Überbevölkerung, wenn man zur Gesundheit zurück will, was wir natürlich wollen, indem wir ja hier vom Weltrat die Partei des Gemeinwohls PDG beraten. Ja. Unser Ziel ist ja vom Weltrat und Next Scientists for Future sozusagen die Gemeinwohlwirtschaft alles auf Gesundheit umzustellen. Und das wird aber für 8 Milliarden Menschen wahrscheinlich noch gar nicht gehen. Das heißt, wir müssen drastisch die Bevölkerung reduzieren. Und das auf eine menschliche und doch konsequente Weise. Ja, dann haben wir hier die kostenlose Kommunensupervision und ja, die Bilder. Ja, dann lese ich mal weiter. Die kleinen Bemerkungen, übrigens hier unten rechts auf das rundliche Ding klicken, schneller hören, Wiedergabegeschwindigkeit, schneller hören macht Freude. Ja, dann wurde in der Öffentlichkeit diskutiert, wie weit man sozusagen jetzt in Polen, dass da Zäune und Mauern gebaut werden und so weiter. Das ist alles, kostet alles nur wieder sinnlos Geld. Wahrscheinlich ist da später auch wieder irgendeine Diktatur, irgendeiner Sparte, in dem Fall der Bausparten vielleicht eine Rolle. Hier so irgendwelcher Bausparten oder so, die an den Zäunen und Mauern verdienen. Das Einfachste wäre, wenn wir nicht alle durchmanipuliert werden von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und Weltsozialsparten, die also unser erster Sargnagel sind, unser wichtigster Sargnagel sind, die uns also einreden, wir müssten jetzt alle, ja, letztendlich sagen uns ja die Sozialsparten, es wäre überhaupt kein Problem, wenn wir ungeprüft, ob es sich bei den Zuwanderern um Leute mit hochleistungsfähigen Gehirnen oder mit überhaupt nicht leistungsfähigen Gehirnen handelt. Das bräuchten wir nicht zu prüfen, weil ja alle sowieso potenzielle Genies seien. Ja, alle sind gleich sozusagen. Das ist ja der killer-vorteilbringende Irrtum. Denn nehmen wir mal an, alle Zuwanderer, die zu uns kommen, wären alle aus dem hochleistungsfähigen Bereich, dann würden ja spätestens ihre Kinder Genies werden und würden uns wirtschaftlich voranbringen und Deutschland stabilisieren. Wenn sie aber alle überwiegend aus dem wenig leistungsfähigen Bereich sind, dann werden auch ihre Kinder keine Genies, sondern eher dumme und unfähige und arbeitsunfähige werden. Und dann ist Deutschland kaputt. Also ich gehe davon aus, also wir müssen, so wie das jeder gute Staat macht, dass er nur Leute ins Land lässt, die hohe Fähigkeiten mit sich bringen und wo das bewiesen ist. Wir müssen also bei jedem, den wir ins Land lassen oder dauerhaft ins Land lassen,
muss eben übers Einwanderungsgesetz geprüft werden, ob hier wirklich gute Gene zu uns kommen, große Gehirne, fähige, leistungsfähige Gehirne und damit es Deutschland sich stabilisiert oder ob Deutschland ruiniert wird, weil quasi ein gewaltiger Mühlstein der Unfähigen von denen ernährt werden müssen, die dann keine Lust mehr haben und ins Ausland abwandern, ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlagern und wodurch Deutschland dann am Ende ist. Schluckwasser. Dass jetzt alles teurer wird in Deutschland, ist eben die Folge, die Diktatur der Spaten. Wir erleben jetzt ja im Prinzip das Gleiche wie bei Hitler, ja. Damals war es die Diktatur der Waffensparten und der Stahlsparten, die zusammen mit dem wahnsinnigen Hitler als dem Kommunikator, der die quasi die gleichen vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hatte wie die Waffen- und Stahlsparten, nämlich dass Konflikte zwischen Menschen ganz natürlich seien und dass die ausgelebt werden müssen und halt immer wieder mal zur Sache gehen muss und damit eben. Und dadurch wurden wir alle ärmlich bei Hitler, nachdem 60 Millionen Menschen abgeschlachtet wurden, ja, und diese 60 Millionen mussten abgeschlachtet werden, weil sozusagen, ja, die Waffen, man kann eben nur dann eine neue Kugel verkaufen, wenn die vorherige verbraucht ist, indem sie einen anderen totgeschossen hat und dessen Bauch vollgeschlagen hat. Nur dann kann man eine Kugel verkaufen, genauso wie man eine Mozartkugel nur dann verkaufen kann, wenn sich mit der vorherigen Mozartkugel ein anderer schon den Bauch vollgeschlagen hat und sie schon gekauft hat. Und so funktioniert ganz banal die Waffen- und Stahlindustrie in Deutschland. Und heute ist es eben die Gesundheitssparten, also heute sind es nicht Waffen- und Stahlsparten, sondern der einzige Unterschied zu Hitler ist, dass die Gehirnwäsche heute von den Gesundheitssparten ausgeht und jetzt wird eben nicht geruht, bevor, also bei Hitler wurde nicht geruht, bevor nicht 60 Millionen Tote da lagen, sozusagen. Und jetzt wird halt nicht geruht werden, bevor nicht mindestens 60 Millionen Kugeln gekauft wurden, also tödlich todbringende Kugeln gekauft wurden. Und bei uns wird halt nicht geruht, bevor nicht 80 Millionen, 83 Millionen fragwürdige sogenannte Gesundheitsprodukte gekauft worden sind. Das ist alles strukturell das Gleiche sozusagen. Das heißt, das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Menschen spielte in der Hitlerzeit keine Rolle, in der Di dieser Diktatur der Spaten keine Rolle. Da haben sich halt die Waffen- und Stahlindustrien und Sparten einen großen Schluck aus der Pulle genehmigt und heute genehmigen sich halt die Gesundheitssparten einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Das ist alles identisch, das ist kein Unterschied, das ist alles nur ganz normaler Ablauf. Und auch hier, damals spielte das Recht auf körperliche Unversehrtheit keine Rolle. Das wurde zum Beispiel den Juden abgesprochen und 6 Millionen Juden wurden es aufs Grausamste abgeschlachtet und 54 Millionen starben durch die kriegerischen Aktionen und so weiter. Und heute, ja, wird ja auch nicht untersucht und groß geguckt, wie viel denn sterben und wie viel denn tatsächlich sterben durch die Gesundheitssparten und so weiter, das wird alles nicht geguckt. Und auch damals spielte das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Menschenrecht keinerlei Rolle. Und auch heute spielt es keinerlei Rolle, ist einfach irrelevant sozusagen. Denn die Gesundheitssparten brauchen jetzt mal Umsatz, ne? Und deswegen geschieht das jetzt einfach, ne? Und so sind wir immer, wir von
Was mal gucken, was als nächstes, welche Sparte mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle sich genehmigen möchte und wohin dann sozusagen, welche vorteilbringenden Irrtümer dann als Killerviren des Geistes unsere Gehirne benebeln und verwirren und uns zu Sklaven, welcher Sparte wir als nächstes werden und so weiter. Das ist also. Nur mit Gemeinwohlwirtschaft könnten wir diese Prozesse unterbrechen und ja, und das geht. Ja, ich lese mal noch weiter. Ich bleibe mal vielleicht bei diesem Bild hier. Ja, dann ja, die Sozialsparten haben uns also hier, die Sozial- und Weltsozialsparten haben uns also hier manipuliert, dass wir eben nicht mehr mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, dass wir es nicht mehr denken dürfen, dass wir doch gar keine Zäune und Mauern brauchen, sondern nur jeder, der in Deutschland aufgegriffen wird und keine gültige Aufenthaltsberechtigung hat, automatisch 10 Jahre Gefängnis ohne Aussicht auf Verkürzung der Haftstrafe und schon befindet sich innerhalb von nach 3 Wochen wird sich das rumgesprochen haben, vielleicht auch nachdem der erste für 10 Jahre im Gefängnis gelandet ist und immer wieder gezeigt wird, dann spricht es sich rum und dann befindet sich keiner mehr mit einer nicht gültigen Aufenthaltssituation mehr in Deutschland und dann brauchen wir auch keine Zäune und Mauern, dann erübrigt sich das von selber und erledigt sich von selber. Und Asylanlagen, ja, das müsste halt so geregelt sein. Aber das habe ich auch alles natürlich schon tausendmal gesagt. Jetzt sagen wir es nochmal zum 2000. Mal. Also hier, wenn wir hier, was weiß ich, hier Syrien haben, dann machen wir in einem der Nachbarländer, der Größenmaßstab stimmt nicht. Das wäre jetzt hier Syrien, das Krisengebiet, ja, und dann macht Deutschland hier als erstes eine Asylanlage mit 83 Plätzen für jede Million Einwohner einen Platz und dann guckt Deutschland, ob USA zum Beispiel 300 Plätze schafft für jede Million der Bürger, China vielleicht 1.400 Plätze und so weiter. Und wenn alle anderen Staaten auch ihre Asylanlagen erstmal mit einem Platz pro 1 Million machen, dann geht's da aus Syrien rein in die Asylanlagen, ja, und nach den Behebung, also Beendigung der Fluchtgründe wieder nach Hause. Und der Lebensstandard in der Asylanlage entspricht dem untersten Lebensstandard in Syrien, so dass es auch keine Wirtschaftsflüchtlinge oder Wirtschaftsmigration geben kann. Und dann in den Asylanlagen kann es immer eine kleine Mini-Abteilung geben, das ist die Einwanderungsabteilung, aber da wird geprüft, ganz knallhart geprüft hier, die entscheidende Schlüsselfrage, ja, die knallharte Prüfung, na, was machst du denn hier? Die knallharte Prüfung, na ja, ich brauche nur da draufklicken, das reicht schon. Die knallharte Prüfung, bringt derjenige eine hohe Qualifikation, eine hohe Gehirnleistungsfähigkeit mit, dann freuen wir uns herzlich auch über die frischen, guten Gene der schwarzafrikanischen Gesundheitswissenschaftlerin, die mit ihren guten Genen, mit ihrem leistungsfähigen Gehirn dann mit einem schon lange hier wohnenden Männern mit hier Kinder zeugt und in die Welt setzt, so ihre guten Gene in unseren Genpool einbringt. Denn wie war das mit der endgültigen Absage an jeden Rassismus? Wir brauchen aus aller Welt die besten Gene in Deutschland in unseren Genpool hinein. Wir müssen Parallelgesellschaften absolut unterbinden, das machen wir. Aber wir brauchen die Vermischung, das Reinkommen der guten, frischen Gene aus aller Welt. Und so viel, also insofern. Nicht Reinrassigkeit führt zum Erfolg eines Landes, sondern
dass es aus aller Welt die besten Gene zu sich anlockt und dass die in den Genpool der Bevölkerung reinkommen, sodass die Bevölkerung ständig eine neue Mischung guter Gene ist und daraus dann viele Arbeitsplätze schaffende und leistungsfähige Menschen entstehen. Und ja, und das ist der Weg, wie wir alle erfolgreich werden können. Und das ist der eigentliche Punkt. Ja, und das heißt also, die Lösung würde lauten, also 10 Jahre Gefängnis statt Zäune und Mauern und das dann konsequent durchgezogen und dann befindet sich niemand mehr unrechtmäßig in Deutschland und ja, und dann hat sich die Sache erledigt. Denn Asyl, wie gesagt, wer dann Asyl ruft, weil er in Deutschland ist, der kommt dann halt 10 Jahre ins Gefängnis, denn Asyl, wer aus Syrien oder Afghanistan kommt, der darf nur Asyl beantragen in den Asylanlagen. Wenn das hier jetzt Afghanistan wäre oder Syrien, dann befinden sich eben da in der Nähe die Asylanlagen und nur dort darf er Asyl sagen und nirgends sonst. Und wenn er in Deutschland aufgegriffen wird und Asyl sagt, landet er 10 Jahre im Gefängnis, weil er gegen die deutschen Gesetze verstoßen hat. Und so funktioniert dann das richtig und dann haben wir, dann ist Deutschland vielleicht noch zu retten, trotz der, und wie gesagt, und wenn wir dann mit der Gemeinwohlwirtschaft, wo war es nochmal hier vielleicht nochmal da so, also die wenn die Partei des Gemeinwohls hört ja, PDG hört ja auf die Gesellschaftstherapie des Weltrates und der Next Scientist for Future, die Gemeinwohlwirtschaft, und wenn die dann umgesetzt wird, verschwindet die Diktatur der Spaten. Wir machen eine deutschlandweite VIAT, vorteilbringende Irrtümerabbautechnik, und haben dann sozusagen alle wieder kerngesunde, also manipulationsfreie, gehirnwäschefreie und propagandafreie Menschen. Ja? Ja, und das bedeutet jetzt noch einmal, dann ist noch ein Thema aufgetaucht, also ich war dabei gewesen zu sagen, dass wir bei dem, wenn es um die Kommune geht, also wie, wo war das denn mit der Kommune? Ja, also das ist ja der zweite Weg. Der politische Weg ist der, wo ich gar nicht mehr weiß, ob der noch geht. Ob überhaupt zum Beispiel eine Nachricht ist jetzt gekommen, dass die AfD nur deswegen so groß geworden ist, weil da auf versteckte Weise mit Millionengeldern das Ganze gepusht wurde. Und da die Partei des Gemeinwohls natürlich niemanden hat, der das mit Millionen Geldern pusht, kann es auch sein, dass einfach gilt. Eigentlich kann in Deutschland gar keine neue Partei mehr hochkommen, es sei denn, irgendwo pusht jemand das mit ganz vielen Millionen Geldern und da das nicht der Fall ist. Das heißt also, dass die Demokratie völlig abgeschafft wäre, weil einfach gar nicht mehr die Menschen eine Partei hochziehen können, sondern nur noch Reiche eine Partei hochziehen können und damit ist die Demokratie endgültig ja abgeschafft, ja. Und das halte ich für möglich. Das heißt also, über Parteien geht vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht haben die Leute, die immer sagen, naja, über Parteien geht gar nichts mehr, vielleicht haben die sogar recht, ja, dass gar nichts mehr geht, weil eben nicht Menschen eine neue Partei hochziehen können, wie die Partei des Gemeinwohls, sondern nur Milliardäre und Millionäre und damit sowieso nichts Demokratisches stattfindet. Ja, aber wäre für die Partei die einzige Chance, dass wir sagen, liebe Milliardäre und Millionäre, es gibt für Sie nur eine Chance, jemals auf ein viel, viel glücklicheres und gesünderes Leben, liebe Milliardärskönige, ja, sozusagen hier. Liebe Milliardärskönige, es gibt für Sie nur eine einzige Chance auf ein viel glücklicheres Leben und auch an alle Politik- und Journalistenkönige.
Und das geht nur, indem sie all ihr Geld in die Bekanntheit der Partei des Gemeinwohls stecken. Das ist ihre einzige Chance, denn ansonsten werden auch sie, und das ist natürlich für kein Trost für mich, werden auch sie alle nie wirklich glücklich sein. Sie werden alle sterben, liebe Milliardäre, ohne jemals gelebt zu haben. Denn das, was in der Marktwirtschaft ist, ist kein Leben, sondern nur ein Dahinvegetieren, ne? Ja, und jetzt nochmal zurück zur Kommunengeschichte. Also sozusagen, da ist es ja so, dass wir sagen, okay, eine experimentelle Gruppe, ein Teil der Kommune, verantwortungsorientierte, denkende Teil der Kommune und betens der experimentelle Teil der Bonobo-Schenker-Gruppen, eher also der urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Homo erectus-Schenker-kommunistischen Gruppenehe, wo das Schenken mit einem leicht egoistischen Unterton versehen ist und wo man versucht, all die biologischen Mechanismen zu nutzen, sozusagen, die uns Menschen dazu bringen, dass wir eben wieder frei werden von Konsumsucht und Überbevölkerung, den beiden Erdzerstörern, ja? Und wo alle Naturmechanismen, auch alle naturgesetzlichen Mechanismen, zum Beispiel von der linken Frauenemanzipationsbewegung, mein Bauch gehört mir, und dann auch das Naturrecht der Menschheit, nämlich mein Neugeborenes gehört ganz allein mir und ich entscheide, ob es stirbt oder lebt als Frau, ja. Und wenn dann überall diese Naturkräfte wieder wirken, dann haben wir bald keine Überbevölkerung mehr und wir haben bald auch keinerlei Konsumsucht mehr. Dann wird die Erde entlastet und dann, ja, dann wird die Erde keinen vorzeitigen Tod erleiden. Ne? Ja, und dann ist nämlich aber auch noch ein Thema zu klären. Es wird auch klar, dass man eben da auch anders denken muss. Was passiert nämlich, wenn zum Beispiel eine Frau mit ihren Kindern aussteigen will aus der Gruppenehe, weil es doch irgendwie schiefläuft, weil wir eben doch nicht Bonobos sind, sondern weil wir Menschen ja eigentlich, weil es ja für uns auch schwierig ist, wieder den Weg zurückzufinden zur gelingenden Homo erectus-Gruppenehe sozusagen. Und dann will die Frau raus und deswegen, dann müsste es ja eigentlich so sein, wie ich schon immer angedacht hatte, nämlich dass dann es Konten geben muss, bezüglich der Kinder, wo alle Männer dieser Gruppenehen, außer der eigenen Söhne dieser Frauen, ja letztendlich, weil sie ja auch alle Sex mit dieser Frau hatten, also alle eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder Chance haben, der Vater, der leibliche Vater eines oder mehrerer dieser Kinder zu sein. Und deswegen müssen sie alle in diese Konten eingezahlt haben, diese Depotkonten, damit die Frau nicht vor dem Nichts steht, wenn sie sich aus der Kommune verabschieden will aus irgendwelchem Grunde mit ihren Kindern und dann nicht mittellos dasteht. Und das müsste dann ja gemacht werden, anständigerweise sozusagen, ja, weil der große Fehler ja der 68er war ja auch, dass man dort verantwortungslos mit den Frauen und mit den daraus entstehenden Kindern umgegangen ist und die Männer sich quasi verantwortungslos gebärdet haben. Und das wollen wir ja nicht, will man ja nicht wiederholen, diese Fehler, ne? Ach so, und dann übrigens noch ein Hinweis, die menschlichen Geschlechtsorgane sind also, wo könnte man das denn verdeutlichen? Nee, hier auf dieser Seite nicht der Bilder. Ja, das ist leider haben wir jetzt kein Bild, wo wir das verdeutlichen könnten, aber ja, vielleicht am ehesten können wir uns das hier klar machen, ja. Wenn man also einen Gorilla sieht, dann sieht man da einen Rivalenkämpfer, der quasi, ja, leider
Sorry, kein passendes Bild dafür vorhanden. Dann mal bleiben wir halt hier bei dem Babybild. Leider kein Gorilla-Bild. Stellen Sie sich hier vor, einen männlichen Gorilla. Ist ein bisschen schwer vorzustellen. Und das Erschreckende ist, warum dieser männliche Gorilla hat nur einen winzigen Penis und nur winzige Hoden. Warum? Der konkurriert sexuell überhaupt nicht mit anderen Gorillamännern oder fast überhaupt nicht, sondern der braucht eigentlich nur 10 Samenzellen, um alle Frauen seines Harems zu schwängern und braucht eigentlich nur einen winzigen Penis. Passend dazu hat sich dann der Unterleib der Gorilla-Frauen so angepasst, dass auch schon die Berührung mit einem winzigen Penis starke Lustgefühle bei den Frauen auslösen kann. Und bei uns Menschen und bei den Bonobos, ist das total umkonstruiert. Die Männer haben riesige Penisse und riesige Hoden für die Spermakonkurrenz sozusagen. Und die Frauenkörper sind entsprechend unempfindlich, haben sich genetisch unempfindlich entwickelt, so dass sie also auch die Stimulation durch mehrere Frauen, zum Beispiel das Gigi-Rubbing, also Genital-Genital-Rubbing, also Genitalien an Genitalienreibung, was bei den Bonobos der Sex zwischen den Frauen ist, sozusagen. Und dazu führt, dass dann eben Frauen einander lieben und auch keine Tendenz mehr haben, die Kinder der anderen Frauen töten zu wollen, was ja sonst bei Säugetieren sehr häufig vorkommt. Und diese großen Geschlechtsorgane, ja, also bei den Männern, die beweisen quasi, dass wir überhaupt nicht für die Monogamie geeignet sind, denn wenn wir schon für den Harem des Gorillas nur 10 Samenzellen brauchen und sozusagen winzige Penisse, dann bräuchte der monogam lebende Lebewesen bräuchte eigentlich noch einen viel winzigeren Penis und nur 2 Samenzellen, um eben seine monogame Partnerin jeweils zu schwängern. Also bräuchte eigentlich immer nur 2 Samen oder eine Samenzelle oder 2 Samenzellen vorrätig zu halten. Stattdessen halten wir aber hunderte von Millionen Samenzellen bereit, weil wir ständig im Unterleib von Frauen eigentlich programmiert sind, im Unterleib von Frauen, die Sex haben mit allen Männern, Spermakonkurrenz zu betreiben. Bei Walen erinnere ich mich an 2 Meter große Penisse, Riesenpenisse bei Walen, die mit ganz viel Spüldruck auch die Spermien der anderen aus den Unterleibern der Frauen vorauszuspülen versuchen. Und genauso müssen sich das auch bei uns Menschen und bei Bonobos vorstellen. Spüldruck und ja, sozusagen viele Samenzellen reinspülen, um eine Chance zu haben, dann der Vater des nächsten Kindes zu sein. Und die Frauen haben ihre Mechanismen, wo sie die Spermienarmeen der besonders leistungsfähigen Männer, ja, also der besten Schenker, also der leistungsfähigsten und nützlichsten, gehen wir mal weg von den Früchteschenken, einfach der nützlichsten, die Gemeinschaft am besten beschenkenden Männer, da haben die Frauen den sogenannten Orgasmus-Ansaugreflex und damit ihre Möglichkeiten und wahrscheinlich noch viele andere körperliche Steuerungsmöglichkeiten, die alle mal angedacht wurden, um eben auch so ein Wörtchen mitzureden. Also nicht nur die Vitalität der Männer und ihrer Spermienarmeen entscheidet, wer der Vater des nächsten Kindes wird, sondern auch die Körper der Frauen und die Mechanismen wie Orgasmus-Ansaugreflex und so weiter und viele andere kleine Mechanismen entscheiden darüber, wer dann faktisch der Vater des nächsten Kindes dieser Frau wird. Und das ist also sozusagen daran, das haben wir auch jetzt länger nicht gesagt gehabt. Also da können Sie zum Beispiel die Studien lesen in dem Grundzüge der Soziobiologie von Professor Dr. Eckhard Voland. So ein rotes Büchlein war das.
Grundzüge der Soziobiologie, Autor Eckart Voland, einer der Schüler von Professor Christian Vogel, der auch über mich damals geschrieben hat, dass meine Arbeit wohl wegweisend für die moderne Biologie werden könnte und mich persönlich als den Charles Darwin-Nachfolger bezeichnet hat. So, da können Sie das alles nachlesen. Ja, und dieses experimentelle Vorgehen, A-B-Vergleich, also die Gruppenehe mit dem Schenken mit leicht egoistischem Einschlag und die Vernunftgruppe sozusagen, da hat man schon mal mindestens zwei experimentelle Gruppen und ich wäre gespannt, in welcher das sich das Leben glücklicher und in welcher der Gruppen sozusagen der Rückgang von Konsumsucht und Überbevölkerung schneller läuft als in welcher Gruppe. Also das heißt, wir hätten dann in einer Kommune, in jeder Kommune immer hier, wenn wir hier viele Kommunen haben, wie viel haben wir hier? 3, 6, 8. Ja, wir haben ja 10 Locations zur Verfügung, aber sagen wir, wir haben 8 verschiedene Kommuneprojekte und in jeder mindestens 2 verschiedene Lebensformen, die experimentell ausprobiert werden und das eine sind die quasi Bonobo-Schenker-Gruppenehen mit leicht egoistischem Einschlag und die anderen sind die vernunftgesteuerten und dann guckt man einfach, wo sich sozusagen Konsumsucht und Überbevölkerung schneller sich zurückbilden als Krankheitserscheinungen der Menschheit. Als in anderen sozusagen, ja, so. Ja, und dann erinnere ich noch mal daran, dass wir das eben ja, dass oft der Einfluss der Eltern endet, wenn die Kinder dann durch die ja, die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten infiziert werden über die Peer Group. Denn die anderen Kinder sind ja dann völlig gehirngewaschen durch die vorteilbringenden Irrtümer aller Sparten und dann werden quasi die Eltern entmachtet und das Gehirnkind wird gehirngewaschen über die vorteilbringenden Irrtümer, die über die Peer Group in sein Gehirn eindringen. Und das passiert wohl, glaube ich, gerade auch dem Diplom-Theologen Jürgen Wagner, dass er wahrscheinlich teilweise den Einfluss über seinen Sohn verliert. Das heißt, die Marktwirtschaft ist nicht so dumm, dass sie nicht ihre Wege hätte, den Eltern die Kinder wegzunehmen und sie so zu sozialisieren und sie so Gehirn zu waschen, wie es eben die Marktwirtschaft gerne tut. Ne? Ja, also aus der Erdsicht bedeutet es also Gutes zu tun, wenn man die Konsumsucht und Überbevölkerung reduziert. Ne? Ja, und die interessante Frage in den Plänen sollte eben sein, warum sind eben Demos, auf Demos gehen, anstatt eben die ganze Woche über Leute einzuladen für die Kommune und anzusprechen, gerade dann auf Demos zu gehen, warum ist das wichtiger, oder essen zu gehen oder Fortnite zu spielen, als eben am Samstag teilzunehmen. Ich habe jetzt vorgeschlagen, dass man vielleicht auf Mittwoch oder Donnerstag oder Sonntag 7:45 wechselt, weil vielleicht dann da weniger terminliche Konkurrenz besteht. Aber eben, das ist halt die Frage. Und eben, ja, vielleicht ist es eben so, dass das Kommunenangebot einfach, ja, wo ist es hier? Dass eben diese Vernunftkommune und so, dass das alles nicht attraktiv genug ist und oder dass die Menschen so gehirngewaschen sind, dass auch die freie Sexualitäts-Bonobo-Schenker-Gruppenehe sozusagen nicht attraktiv erscheint, so nach dem Motto, oh nee, das ist ja verboten, das ist ja mir verboten, Sex ist ja schlecht, also ist und dass die Menschen eben
sich im Griff der Diktatur der Spaten befinden und einfach nichts anderes dürfen, als munter weiter zu konsumieren. Und das machen die Leute dann halt auch. Und das ist ihnen wichtiger als die Gespräche, wo das in Frage gestellt werden könnte, ne? Und das ist der Mechanismus einer vollständigen, unangreifbaren Diktatur der Spaten, ne? Ja, ist insgesamt ist offensichtlich vielleicht die Genetik anders als gewünscht. Vielleicht haben die Menschen einfach nicht die Geisteskraft, weil die Intelligenz so reduziert ist und weil die Menschheit so dumm ist, dass sie die Diktatur der Spaten einfach nicht geistig angreifen kann, sondern höchstens ihr gehorchen kann. Und vielleicht ist das Rätsels Lösung. Dann noch mal kurz zu dem Thema Bürgerrätebewegung. In der Bürgerrätebewegung steckt aus meiner Sicht, das ist jetzt die neueste Überlegung, ein Versuch, eine Diktatur der eigenen Sekte oder Bubble aufzurichten. Ja, das ist ja so, das rutschte einer Frau so raus, weil als sie über Bürgerräte gesprochen hat in einer Sendung, ja, dass eben nur die sowieso da immer engagiert sind, ja, also bestimmte Leute, die einer bestimmten geistigen Sekte angehören, linksradikalen Sekte oder Bubble oder was auch immer, die dann am liebsten ja auch selbst Diktatoren werden wollen, dass die natürlich für Bürgerräte sind, weil sie dann denken, dass sie dann endlich der Gesellschaft sagen können, dürfen, wo es lang geht. Und das ist aber verfassungswidrig und antidemokratisch, denn nur repräsentative Wählerstichproben. Es geht immer darum, bei diesen Bürgerräten vielleicht dadurch einen Trick zu haben, dass man immer wieder es schafft, eben nicht, dass nicht repräsentative Wählerstichproben das Sagen bekommen, sondern sektiererische Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Bürgerparlamente. Immer der Versuch, eine eigene Diktatur aufzubauen. Und das sind Eigentlich sind diese Bürgerrätebewegung ist eigentlich ein verfassungsfeindlicher Angriff auf unsere Verfassung. Lieber Verfassungsschutz, übernehmen Sie. Es geht immer darum, dass nicht die Gesamtbevölkerung repräsentiert entscheiden darf, sondern irgendwie ein Weg gefunden wird, dass eigentlich bestimmte Sekten die Herrschaft über das gesamte Land bekommen, weil nämlich eben nicht ständig gesagt wird, ja hoppla, Bürgerräte und Volksentscheide bringen ja alle nur etwas, wenn garantiert ist, dass immer nur repräsentative Wählerstichproben an diesen Entscheidungen teilnehmen und nichts sonst. Ja, und das ist aber all diesen Leuten egal. Die machen dann irgendwelche Umfragen, eben zu versuchen, über die Umfragen dann so zu tun, als sei das der Menschenwille. Dabei ist es nur der Wille einer Sekte, nämlich der Sekte, die an den Umfragen teilgenommen hat, ne? Ja, dann haben wir Ja, dann kann ich mal kurz berichten. Also mein eigener Kampf. Sie erinnern sich noch, dass ich ja immer erzählt habe von der Tresor mit Einwurftechnik. Die habe ich jetzt so perfektioniert. Also meine persönliche Lösung ist die, dass ich von Bekannten einmal die Woche den Schlüssel bekomme für den Tresor mit Einwurf. Ansonsten aber täglich trotzdem an meinen Kühlschrankschlüssel rankomme. Also ich zeige Ihnen das nochmal. Vielleicht versuche ich das mal mit einem Bild. Ja. Ach so, hier hätten wir übrigens die Gorillas zeigen können. Ja, also hier. Also Menschen, wie gesagt, mit riesigen Penissen und Hoden, während der Gorilla ein Riesenkerl ist, also so ein riesiger King Kong ist verglichen mit uns Menschen, der Gorillamann, und verglichen mit uns also nur ein Mini-Penis hat und ein monogames Lebewesen müsste also jetzt noch könnte mit einem Hundertstel der Größe des menschlichen Penis eigentlich eine Frau beglücken und befruchten. Mit zwei Samenzellen würde das ja ausreichen, oder fünf, aber er braucht dafür keine 500 Millionen und keine riesigen Hoden, ja.
Also das heißt, wir haben damit den naturwissenschaftlichen Beweis, dass der Mensch immer nur für die Gruppenehe konstruiert war, schon seit Hunderttausenden von Jahren konstruiert wurde für die Gruppenehe und für die Monogamie. Nicht eine Spur, nicht einen Hauch. Es könnte nicht weiter von davon entfernt sein, denn er müsste einen etwa hundertfach winzigeren Penis haben. Warum ist das so? Weil in der Natur alles, jedes Lebewesen stirbt aus, das nicht alles einspart, was unnötig ist. Und warum haben die Gorilla-Männer, diese Riesenkerle, diese Riesen-Bodybuilder, so haben so winzige Penisse sozusagen und Hoden, weil das eingespart werden konnte. Sie brauchen es nicht, weil sie keine Spermakonkurrenz, weil sie nicht in einer Gruppenehe leben, sondern in einem Harem, in dem sie die anderen Männer von dem Sex mit den Frauen aussperren per Gewalt, weil sie Haremsrivalenkämpfer sind. Und nur wer in der Gruppenehe kein Rivalenkämpfer ist, der braucht riesige Penisse und riesige Mengen an Spermien. Und niemand sonst braucht das. Und da das bei uns noch nicht eingespart ist, bedeutet das, dass wir wahrscheinlich immer noch die Genetik für die Gruppenehe haben. Na, so einfach ist Biologie, echte Biologie. Na? Und da gibt es dann so Pseudobiologen, die sagen, ja, der Penis wäre so groß, um die Frauen befriedigen zu können. Wo ist da die große Lüge? Die große Lüge ist die hier, der große Irrtum, der vorteilbringende Irrtum, ist eben derjenige, dass der Körper der Frauen und die Empfindlichkeit der Frauen, zum Beispiel die männlichen Vögel haben, glaube ich, nur winzigste Stummelpenisse. Und die Körper der Vogelfrauen, der stellt sich darauf ein, dass er eben auf diese Berührung dieser winzigen Stummelpenisse genauso intensiv sexuell befriedigt reagiert, wie die Bonobo-Frauen auf die Stimulation durch den Riesenpenis der Bonobo-Männer. Das heißt also, die Wahrheit ist immer, dass natürlich die Sensorik und die Empfindlichkeit des weiblichen Unterleibes sich natürlich parallel dazu evoluiert, wie zu dem, wie die Einsparungssituation bei der Penisgröße der männlichen Seite stattfindet. Wenn die Männer nur winzige Penisse brauchen, dann wird die Unterleibssensorik auf sensibler und empfindlicher eingestellt. Und wenn die Männer wegen der Gruppenehensituation riesige Penisse brauchen, um zu konkurrieren damit, dann stellt sich die Sensorik der Frauen, die Unterleibssensorik, auf total unempfindlich ein. Ne? Ja, und das war's. Ich wollte jetzt nur kurz erklären, wie das mit der Tresor mit Einwurfmethode funktioniert. Die neue Erweiterung der Tresor mit Einwurfmethode. Also, das ist meine Wohnung, ja, irgendwie. Und dann habe ich hier, wie gesagt, den Tresorraum. Da werfe ich jeden Abend Geld rein und letztendlich dadurch habe ich abends null Geld in der Hand, da befinden sich auch meine Geldkarten und so weiter. Ich bin dann also abends ohne Geld und ich esse ja nur einmal täglich, das empfehle ich auch allen. Ich denke den ganzen Tag nicht an Essen, sondern nur abends. Und mittlerweile, dann habe ich einen Kühlschrankschlüssel. Das heißt, ich gehe zu dem Tresorraum ein. Jetzt passen Sie auf, der Trick ist der. Das Schloss, wo ich nicht rankomme, hält oben die Tür so fest, sodass ich nicht in den Raum rein kann und nicht an das Geld rankommen kann. Aber unten kann ich kann vier Schlösser aufschließen an der Tresortür.
und kann den ein ganz bisschen aufbiegen, sodass ich mit dem linken Arm reingreifen kann in den Tresorraum. Und dann mit einer Schiebestange kann ich mir einen der drei Kühlschrankschlüssel zu mir heranziehen. Das ist alles schön mühsam, damit ich auch wirklich arbeiten muss fürs Essen. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und dann ziehe ich mir einen Schlüssel, hole ich mir raus und schließe kurz das Kühlschrankschloss auf in meiner Wohnung, gehe wieder zurück zu meinem Tresorzimmer und werfe den Schlüssel wieder hinein, sodass ich gar nicht mehr an ihn rankomme. Weil ja, ich nur, wenn die anderen Schlösser sind ja auch übrigens dann alle wieder zu, wenn ich jetzt also noch einmal an den Kühlschrank ran wollte, ich mache mir dann also aus dem Kühlschrank heraus, mache ich mir eine Kochgemüse sozusagen, meine Kochversion und auf der anderen Seite mein Dressing, da kann auch Obst rein, muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel süßes Obst reintut. Aber ich mache mir also ein leckeres Rohkostdressing, das ich im Smoothie Maker quasi zu einem Dressing mache. Da kommen auch die Fette rein, ja. Und ich mache mir also ein leckeres, wohlschmeckendes Rohkostdressing, sodass ich immer einen Rohanteil esse und einen gekochten Anteil esse und dann mache ich Folgendes: Entweder ich habe im Kühlschrank noch irgendeinen leckeren Nachtisch, eine Banane mit Fett dann oder ja irgendeine Leckerei, die so als Nachtisch wirkt. Ich bin im Moment so, dass ich dann halt einen Nachtisch esse. Und wenn ich das nicht habe aus dem Kühlschrank, dann mache ich Folgendes: Ein Teil des gekochten Gemüses wird in eine Pfanne getan mit Öl und wird eben hinterher als Gemüsepfanne lecker und süß angebraten, so dass ich dann also einen leckeren Gemüsepfannen-Nachtisch habe, weil der dann deutlich leckerer ist als mein Gemüsetopf mit dem leckeren Dressing sozusagen noch. Und dann, wie gesagt, der Schlüssel ist ja dann längst weg. Und jetzt könnte ich theoretisch noch einmal an den Tresorraum gehen. Das kostet mich aber Zeit. Und dann müsste ich dort vier Schlösser aufschließen, müsste wieder mit dem Arm mühsam reingreifen, müsste den nächsten Kühlschrankschlüssel holen. Einer muss ja auch immer dort verbleiben, denn ich kriege ja erst nach 7 Tagen wieder, kann ich den Gesamttür des Tresors aufschließen, ne? Und einen Schlüssel muss ich ja dann auch immer mühsam wieder zurückschieben, wenn es der letzte ist. Zweimal kann ich ihn direkt reinwerfen und dann ist er weg. Aber einen muss ich ja sicherheitshalber immer wieder zurückschieben, darf dabei auch keinen Fehler machen, so dass ich dann am nächsten Tag überhaupt noch an den Kühlschrank reinkomme, sonst kriege ich nichts zu essen, ne? Und man könnte auch zwei Schlüssel sicherheitshalber da belassen, ja, dass man also immer, dass man mindestens immer an einen Schlüssel rankommt irgendwie. Ja, und wenn ich jetzt also noch nach der Gemüsepfanne unbedingt noch was essen will, müsste ich jetzt also vier Schlösser aufschließen, also erstmal hinkommen zum Tresorraum. Vier Schlösser aufschließen, wieder mit dem linken Arm durchgreifen und wieder mühsamst mir einen Kühlschrankschlüssel anziehen sozusagen und herbeiholen und dann wieder sozusagen letztendlich einen Rückfall bauen. Und da habe ich dann viele Minuten Zeit, mir zu überlegen, ob ich mir das antun will. Denn bei mir hat jedes Zunehmen ja eine Wirkung, führt zu Herzrhythmusstörungen, die potenziell lebensgefährlich sein könnten und führt eben auch zu Belastungen der Bandscheibe. Denn bei mir meine Bandscheiben sind stabil genug für den schlanken Zustand, aber für den übergewichtigen Zustand nicht konstruiert. Und da gehen sie dann kaputt oder werden kaputt gedrückt, ja. Und ja, also das heißt, meine Frage ist dann immer, bevor ich den Rückfall mache, will ich das wirklich meinem Herzen und meiner Bandscheibe antun? Ja, und jetzt
bin ich dabei, das immer mehr zu perfektionieren. Ich muss immer noch dran arbeiten, die Menge dessen, was ich da aus dem Kühlschrank entnehme, immer noch kleiner zu machen und so weiter. Ja, und so funktioniert das, ja. Und nur so, und wenn Sie dann vielleicht auch noch eine Klinik als Hilfe nutzen wollen, dann müssen Sie aber mit denen, da die Kliniken auch wieder alle eher esssuchtfördernd konstruiert sind, müssen Sie mit denen einen sogenannten Essensvertrag machen, dass Sie von dieser Station, dieser Klinik ausschließlich Mineralwasser beziehen dürfen. Und zum Essen immer nach Hause fahren müssen, um eben hier das zu trainieren mit dem Tresor. Und das ansonsten sozusagen, so dass sie dann unter Aufsicht der Klinik sozusagen, nach dem Abendessen müssen sie dann wieder zurück in die Klinik und Bericht erstatten, wie gut es gelaufen ist, dass sie es geschafft haben, dass die Portion, die sie gegessen haben, zum Abnehmen geführt oder jedenfalls gut ist für ihren Körper und dann ist eine Klinik sinnvoll. Ansonsten sind Kliniken eher oft angelegt als Esssuchtförderer. Ne? Niemand, keine Klinik würde denken, dass sie vernünftig sei, wenn sie beim Alkoholikerentzug dem Alkoholiker ein riesen frei zugängliches Buffet aller Lieblingssorten seines Alkohols hinstellen würden, da würden sie denken, sie sind bekloppt, aber dass sie beim Entzug von Esssucht ein Schlaraffenland der leckersten Leckereien für Esssüchtige dahinstellen und frei zugänglich machen, da finden die Krankenhäuser gar nichts. Warum? Woran liegt das? Weil eben die Gehirnwäsche der Nahrungssparten eben natürlich mit ihren vorteilbringenden Irrtümern quasi auch auf die Gesundheitssparten eingewirkt hat und deren Verstand vernebelt hat, dass die quasi die Esssucht gar nicht richtig verstehen und gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Denn wenn die Esssucht wirklich bekämpft würde, würden ja die Nahrungssparten wieder hier drunter leiden. Ja, jetzt ist die Sendung, die eigentlich 5 Minuten dauern sollte, wieder eine Stunde lang geworden, aber ich glaube, jetzt habe ich alles abgedeckt. Also, ich hoffe, Sie hatten da wieder ganz viele wichtige Informationen bekommen. Tschüssi, bis bald.